Ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit dem schwarzen Bild und allem. Und falls ich nicht in die Kamera schaue, ich bin gerade an meinem Geburtstagsgeschenk und versuche damit mein neues Video aufzunehmen. Ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Geburtstagsblog gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, wir sehen uns am Ende von meinem Video nochmal. Bis dahin, tschüss. Gut, wir haben jetzt gerade im Moment Samstag, den 23. um ungefähr 22 Uhr. Das heißt, es sind jetzt noch 2 Stunden, bis mein Geburtstag-Tag anfängt. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall total gespannt und hoffe aufs Beste. Gerade war ich mit meinen Eltern etwas zusammen und wir haben draußen vor der Tür ein bisschen Luft geschnappt, haben ein bisschen rumgeguckt und es scheint, als ob es bald sehr schlimm gewittert und es soll ja auch morgen den ganzen Tag regnen und gewittern und so. Außerdem habe ich mit meinem Bruder und meinen Eltern zusammen heute gespielt. Erst Monopoly, dann Stadt, Land, Fluss, wobei ich Monopoly nach ein paar Minuten abgebrochen habe und Stadt, Land, Fluss habe ich dann sogar noch gewonnen. Yay. Gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in ein paar Stunden nochmal, kurz vor meinem Geburtstag. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss! Und willkommen zum meinem Geburtstag. Also, es ist soweit. Ich habe jetzt Geburtstag. Wir haben jetzt ungefähr, ach, ich würde schätzen, 15 Uhr. Bald kommen meine Gäste. Strich, meine Großeltern, Strich, vielleicht meine Schwester, Strich, vielleicht mein Bruder, Strich, vielleicht meine Eltern, Strich, wer weiß, ob ich noch da bin, wenn die alle da sind. Ja, und wir haben den Kaffeetisch schon gerichtet. Wartet. Ja. Bin ganz schick. Dann haben wir hier noch, ja, ich zeige euch gleich noch den Kuchen. Der ist nämlich. Den habe ich gestern Nacht. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder. Gut, den habe ich gestern Nacht noch selbst gebacken. Und vorher habe ich gesagt, ich zeige euch noch schnell den Kaffeetisch. Und ja, es tut mir leid. Ich habe schon wieder den Finger über dem Mikro gehabt. Tut mir leid. Gut, auf jeden Fall kommen jetzt nachher gleich noch meine Gäste. Habe ich vorher schon mal erzählt, aber jetzt ohne Hand vorm Mikro. Und das sind dann voraussichtlich meine Großeltern, meine Eltern, meine Geschwister und mehr muss ja auch nicht erstmal. Und ja, so beginnt jetzt mein Geburtstagsfest. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Tschüss. Also, ich habe jetzt meinen Geburtstag zum größten Teil überstanden und wow, ich bin jetzt fix und alle und könnte jetzt gerade im Sitzen einschlafen. Versuche aber gerade noch eine Dinnete zum Abendessen zu essen und ja, so ein bisschen den Tag ausklingen zu lassen. Ich war schon vorher für, ich glaube, eine halbe Stunde im Bett und bin einfach echt nur noch eingeschlafen. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mir morgen geht und ich bin eigentlich kaum noch zurechnungsfähig und ja. Deswegen will ich an dieser Stelle sagen auch, dass ich jetzt Schluss mache und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Bis dann, tschüss. Also, heute ist der 25. Wir haben Abend und ich habe jetzt so die erste Müdigkeit von meinem Geburtstag überstanden. Und da dachte ich erzähle euch ein bisschen was über mein Fest, wie es so war und ja. Also, mein Fest war sehr schön. Meine Oma hat Kuchen mitgebracht. Zum einen eine Schoko-Creme-Kuchen und zum anderen hat sie einen Käsekuchen mitgebracht. Über den habe ich mich sehr gefreut, aber ich muss zugeben, ich habe nicht mal ein ganzes Stück Kuchen geschafft. Andererseits schneidet meine Mom auch tendenziell immer solche Stücke Kuchen ab. Also ich meine von der Breite her. Also da kann man gar kein ganzes Stück Kuchen schaffen. Zumindest nicht, wenn man nicht total verfressen ist. Und für mich war das ja noch so gesehen mitten in der Nacht und da konnte ich nicht so viel Kuchen essen. Und zum anderen habe ich auch noch selbst einen Kuchen gebacken. Und ja, also jetzt könnte ich euch ein Geheimnis verraten und das wissen von meinen Verwandten kaum wer. Aber um ehrlich zu sein, mein Kuchen war der Rest oder das Ergebnis aus einem Experiment, das schiefgegangen ist. Ich wollte eigentlich Pfannkuchen backen und der Teig war aber ein bisschen zu dick und zu heftig für Pfannkuchen.
Und dann habe ich mich entschieden, draußen einen Kuchen zu backen. Und ja, der ist gut angekommen. Und viele haben gegessen. Meine Oma, mein Opa, mein großer Bruder hat sich auch ein Stück Kuchen genommen. Und es hat wohl gut geschmeckt. Aber von dem Geheimnis habe ich noch kaum einem erzählt. Mein Bruder weiß es jetzt schon, aber mein Dad noch nicht. Das sollte ich ihm vielleicht mal bei Gelegenheit mal verraten. Es ist auf jeden Fall noch viel Kuchen übrig geblieben. Ein halber Käsekuchen und ein Drittel Schokokuchen. Von meinem ist auch noch die Hälfte da. Aber naja, der Käsekuchen, den hat meine Oma eingefroren. Den gibt es dann wahrscheinlich zu ihrem Geburtstag oder zu Papas wieder. Wow, das klingt jetzt gerade so, als ob das sehr bald ist, aber ist noch eine Weile hin. Dann die Schokocreme-Dinger, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also ich habe auch gar nicht gefragt, um ehrlich zu sein. Und ja, Sekunde, wartet mal ganz kurz. Ah, was ihr hier im Hintergrund seht, diese schwarzen Dinger, das sind meine Fernbedienungen von meinem Fernseher und vom DVD-Player. Das hat mich gerade voll durcheinander gebracht. Ja, und aus meinem Kuchen den Rest, den isst man jetzt noch. Und vielleicht, wenn meine restlichen Verwandten, so wie Tante und Schwester und weiß nicht, vielleicht noch Oma und Opa oder mein Vater mal wieder Lust und Zeit haben, essen wir da noch den Rest. Aber auf jeden Fall wird nichts weggeschmissen oder so. Und ja, mein Fest war recht lustig. Es war sehr klein. Es war meine Oma, mein Opa, meine Eltern und mein Bruder. Es gab leckeren Kuchen, wie schon erwähnt. Bei uns ist gerade hinten irgendwie viel los bei uns in der Straße. Tut mir leid, falls ihr da irgendwelche Geräusche hört. Bei uns kommt, glaube ich, morgen die Müllabfuhr oder und sowas. Und auf jeden Fall rattert es da gerade im 10-Minuten-Takt, weil alle sich noch so kurz vor Schluss daran erinnern, dass da was sein könnte. Ja, und ja, gut. Meine Geschenke waren auch sehr schön. Ich habe zum einen von der Tante, die sehr weit weg wohnt, ein Gutscheingeschenk bekommen für Amazon. Da freue ich mich riesig, weil davon möchte ich mir dann vielleicht ein Buch kaufen. Vielleicht kaufe ich mir auch ein Spiel davon. Ich weiß es noch nicht, das muss ich noch überlegen. Zum anderen habe ich auch ein bisschen Bargeld bekommen. Das kommt auf jeden Fall auf mein Konto. Auch wenn man gerade zurzeit einen schlechten Zinssatz hat, sage ich besser auf schlechte Zinsen etwas draufgespart als auf gar nichts. Mein Hase hat gestern, glaubt, der halbe Tag bloß rumgelegen. Die war total schlapp, aber ist auch kein Wunder. Zum anderen Teil war sie total schmusig, was ich voll nett fand. Und sonst habe ich noch Animal Crossing viel gespielt, weil ich da gestern was gelesen habe, was ich gedacht habe, was vielleicht hilft. Aber das hat sich dann als eine Finte herausgestellt und hat nicht so funktioniert. Leider. Naja. Aber ich habe dabei viel Spaß gehabt trotzdem. Und ich muss zugeben, ich bin immer noch total verrückt nach Animal Crossing. Und die Tierchen haben auch meinen Geburtstag gefeiert, was ich voll süß fand. Sonst war eigentlich nicht besonders viel los bei mir an meinem Geburtstag. Ich habe auf jeden Fall nicht sehr viel geschlafen. Ich glaube, ich habe gestern, wenn es hochgekommen ist, 4 Stunden geschlafen. Und dementsprechend drehe ich jetzt dieses Video auch noch spät abend. Ich bin auch noch total müde und schlapp. Und meine Mutter sagt mir im Prinzip im 5-Minuten-Takt, ich sollte besser nochmal mich hinlegen, schlafen. Ich habe mich dann noch vorher vor so 15 Uhr rum hingelegt und bin dann um 20 Uhr aufgewacht und habe mir so gedacht, wow. Aber alles in allem muss ich sagen, es war schön. Natürlich bin ich jetzt sehr angestrengt und auch sehr müde. Und ich müsste jetzt nicht gerade gleich nächste Woche nochmal mein Geburtstag sein, aber trotzdem war es ein guter Geburtstag und ich fand ihn auch toll. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da draußen oder ihr da draußen meinen Blog anschaut und an meinem Geburtstag teilhaben möchtet. Es tut mir leid, dass es nicht mehr Videos von meinem Geburtstagsfest gibt, aber bei mir in der Verwandtschaft möchte eben keiner vor die Kamera und das möchte ich eben akzeptieren und das fand ich auch so okay, weil ich habe ja auch jahrzehntelang keine Fotos oder Kamerasachen von mir gemacht und da kann ich nicht anders als es zu akzeptieren. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit und ich denke, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder oder am Freitag. Kommt drauf an, wann ich dieses Video hochlade. Aber ich tendiere eher zum Mittwoch.
Also bis dann, bis bald und tschö. Also, das war jetzt mein Geburtstagsvlog und ja, mein Geburtstag war wirklich toll. Ich habe mich riesig über meinen Geburtstag gefreut. Ich hoffe, dass euch auf jeden Fall alles gut gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ein Abo ist auch immer eine gute Sache. Ja, und wir sehen, ihr könnt mir natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben oder eben auf meine E-Mail-Adresse an die bell.riedmeier@outlook.com oder über Twitter und Facebook. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und tschüss!